Moin aus Berlin, Zul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. So, Lena liegt dann mal endlich im Bett. Alter, die ist so fertig. Wo ist Ette denn? Der pennt auch. Warum schlafen die eigentlich getrennt? Was soll der Humbug? Sie hat schon ihr Bett. Ja, die wird bald älter, ne? Der ist munter. Also, jetzt wollen wir mal gucken. Also, Ralf, angespannt, weil zu viel zu tun wegen Putzen. Stimmt. Der war ja angefangen mit Putzen. Und dann kannst du aufräumen. Dann kannst du reparieren. Du hast jede Menge zu tun, Ralf. Das muss nicht immer gleich so aus, wenn man es gleich wegputzt, ne? Ralf wird Putzmann. Er sitzt wieder auf seinem Hocker. So, wenn du dabei bist, dann kannst du... Sieht doch auch aus wie Sau, dieses Waschbecken. Oberflächlich reinigen. Gucken, was da passiert. Weil das sieht nämlich auch aus wie hingeschissen. Ralf der Putzmann. Hehe. Ja, muss man so sagen. Was er hier jetzt macht. Musik aus dem Sims 4. Aber ich glaube, das ist erlaubt. EA weiß schon, was sie da reinpacken. Ich denke nicht, dass das GEMA geschützt ist. Ich habe noch keinen Strike dafür bekommen. Oftmals ist es ja so bei... wie heißt das Spiel denn noch? Life is Strange, dasselbe. Dass wirklich die... Musik freigegeben ist. Du kannst es zwar nicht monetarisieren, aber es ist freigegeben. Von daher alles gut. Oberflächlich reinigen. Mach hin. Und danach kannst du duschen. Und gucken, was jetzt für Armaturen hinkommen. Goldene. Und danach kannst du duschen. Und dem Kind geht's gut. Der da ist wütend. Ganz schön aufmüpfig.
Ralf könnte ja jetzt Klempner werden. Oder Installateur, früher hieß das Klempner. Warum bist du wütend? Weil? Braucht Vergnügen. Wo hast denn du dein Tablet? Das Übliche, ne? Spiel doch mit deinem Tablet. Was er sich aufregt, der kleine Kerl. Mama mal anbrüllen, komm, wir brüllen Mama mal an. Pass auf, gleich legt er los. Oh, er zieht aus. Hm. Kennt ihr das? Ich ziehe aus. Typisch Kinder. Sensibi Kiniku. Swarspa Gathara. Bumkaro Sumbisi. Klim. Oh. Doma! Doma for Shady! Disa! So, die haben sich gleich wieder lieb. Ist der Fernseher etwa auch kaputt? Perfekt. Übrigens, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Wir machen einen Ausdauerlauf. Müssen alle ein bisschen auf sich achten. Sie legt nämlich auch schon wieder ganz gut zu. Oder ist sie schwanger? Die haben ja getächtelt, genau. So, Ralf, was kann ich denn mit dir anstellen? Du hattest doch hier irgendwo einen Garten. Hier, guck mal. Alles ernten. Ach, die Babysitterin war da. Wenn ich dieses Geräusch höre, ne, dann ist mir schon immer, ich weiß nicht, dann ist immer irgendwas im Busch. Aber was?
Marie hat neue Follower dazu gewonnen. Ja, perfekt. Marie? Marie. Warum liegt da eigentlich ein Apfel im Busch? Jetzt nicht mehr. So, jetzt kannst du auch das Unkraut entfernen. Das ist schon weg, wenn es ihn nur sieht. Fitnessfähigkeit Level 9. Okay. Die muss auch duschen. Was macht Lena? Die schläft noch. Ah, Junge, die war aber auch. Na, guck mal, jetzt hat sie gleich noch Hunger und. Ah ja, Marvin kümmert sich gleich ums Kind. Das ist perfekt. Die putzt die Toilette freiwillig? Da ist schöne Musik dabei. Ich muss mal gucken, wo die herkommt, ob ich den Ort noch finden kann. Würde mich mal interessieren. Ich würde mir die gerne mal ganz anhören, diese Musikstücke. Da sind richtig geile Sachen dabei. Was ist das alles Feines? Fischtacos. Alex hat hier hergestellt. 5 übrig. Qualität ausgezeichnet. Naja. Kindersitter-Service. Da kann nie was schiefgehen. Das ist jetzt nicht, weil ich herzlos bin, aber da kann nie was schiefgehen. Und sie müsste ja auch bald älter werden. Grundsätzlich. Das passiert ja alleine. Die kann ich ja... Ich könnte sie... Nö, machen wir nicht. Wir warten mal darauf, dass sie allein älter wird. Sollte eigentlich passen, weil der Hinweis kam ja schon. Aber liebe Leute, wir sind tatsächlich am Ende der Folge schon wieder angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch in diesem Sinne, ja, schöne Ostern. Macht's gut, tschüss.